Maximilian ist fort. Niemand weiß, wo er ist. Er ließ den Orden zurück. Und mich. Mit diesen Kindern. Egen konnte schon sein Leben lang Rissmagie einsetzen. Doch er wusste nicht, wie mächtig er ist. Kelsey war der fleißigste Lehrling des Ordens. Doch ihr fehlte es an Kontrolle. Ich musste ihre Fähigkeiten testen. Ein echter Oger hätte euch verschlungen. Sorry, Zauberin. Ihr werdet um dieses Schicksal flehen. Glaubst du, er kommt wieder? Wow, als wärst du allergisch gegen kluge Sprüche. Kommt, es wird ernst. Ja, es kann losgehen. Okay, das ist definitiv kein Ordensriss. Ja, ich würde dir ja gerne sagen, dass ich das wusste, aber... Du hast recht, Kelsey. Dieser Riss ist anders. Schnell, platziere ein paar Fallen und bleib in Bewegung. Ich werde dir weitere Anweisungen geben, sobald ich kann. Wie können wir sie hören, obwohl wir sie nicht sehen können? Telepathie, du Genie. Okay, lass uns diese Fallen mal in der Praxis testen. Die Feinde bereiten sich darauf vor, eines unserer Tore aufzubrechen. Sie haben ein Tor aufgebrochen. Da kommen sie. Ich hoffe, dass wir am Ende dieser Schlange was essen. Weitere Feinde! Weitere Feinde! Ich muss mich hinlegen.
Da kommen weitere Feinde! Hat jemand Quark gesehen? Oh Mann, die Zauberin wirft uns hier aber ganz schön ins kalte Wasser. Ja, das ist viel heftiger als die üblichen Trainingseinheiten. Das ist nicht Teil eures Trainings. Irgendetwas an diesen neuen Rissen ist anders. Die Kriegsmagier des Ordens untersuchen sie bereits. Endlich ist es soweit. Jetzt können wir echte Helden wie Maximilian werden. Ich werde mich darum kümmern, dass ihr beiden am Leben bleibt und die Orks vom Riss fernhaltet. Die Feinde bereiten sich darauf vor, eines unserer Tore aufzubrechen. Sie haben ein Tor aufgebrochen. Da kommen sie. Da kommen weitere Feinde! Die Feinde greifen an einer weiteren Front an! Sie haben ein weiteres Tor durchbrochen! Ich kann
kommen weitere Feinde! Haltet weiter nach Feinden Ausschau! Da kommen weitere Feinde! Kommen weitere Feinde! Zauberin, wenn nur der älteste lebende Kriegsmagier Risse öffnen kann, würde das nicht bedeuten, dass... Ja, Kersey. Der älteste ist Meister Cygnus, sofern er noch am Leben ist. Aber warum sollte Meister Cygnus Risse für Orks aus anderen Welten öffnen? Ich weiß, dass Risse Magie liefern. Doch diese Art von Magie ist keine positive Kraft. Haltet die Orks in Schach. Ich muss woanders nach Antworten suchen. Na toll, wir müssen uns um die bösen Jungs kümmern, während sie Urlaub macht. Einfach super. Die Feinde bereiten sich darauf vor, eines unserer Tore aufzubrechen. Sie haben ein Tor aufgebrochen. Oh!
kommen weitere Feinde! Mann, diese kleinen Kerle sind so schnell! Das sind Kobolde! Sie lösen unsere Fallen ebenso aus! Kommen weitere Feinde! Die feindliche Armee greift an einer anderen Front an. Sie haben ein weiteres Tor durchbrochen. Da kommen sie! Kommen weitere Feinde! Kommen weitere Feinde! Me.
Glaubst du, die Zauberin wird bald wieder zurück sein? Wir kommen ziemlich gut allein zurecht. Hey, Kelsey, woher weißt du so viel über Risse und den Orden? Ich studiere immerfort, Egan. Ich will alle Antworten kennen. Dann sag mir, warum Klebstoff nicht in der Tube haftet. Feinde bereiten sich darauf vor, eines unserer Tore aufzubrechen. Sie haben ein Tor aufgebrochen. Oh, Bogenschützen. Ihre Fernkampfangriffe haben eine hohe Reichweite. Ja, das weiß ich noch von den Simulationen. Da kommen weitere Feinde! Die Feinde greifen an einer weiteren Front an! Vorsicht! Unsere Feinde sind erneut durchgebrochen! Da kommen sie! Kommen weitere Feinde! Oh!
kommen weitere Feinde! Da kommen weitere Feinde! Kommen weitere Feinde! Oh.